Alhamdulillah, das Thema von heute ist Lehren der Sahaba oder dass wir Lehren ziehen von Sahabern, als sie als Minderheit gelebt haben. Beziehungsweise wie der Prophet sallam als Minderheit gelebt hat. Denn wir leben heutzutage als Minderheit und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs habt ihr schon das beste Beispiel gehabt. Allah sagt, im Gesandten Allahs habt ihr das beste Beispiel gehabt. Das heißt, jede Situation in unserem Leben, die auf uns zukommt, wie wir leben, müssen wir uns anschauen, wie hat der Prophet ﷺ dies gemeistert und wie haben diejenigen es gemeistert, die mit ihm zusammengelebt haben, die von ihm persönlich die Botschaft erhalten haben, die von ihm gesehen haben, die von ihm persönlich gehört haben, wie haben sie diese Botschaft verstanden, diejenigen, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, للفقراء المهاجرين مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran über die Muhajirun, die aus ihren Häusern rausgeworfen worden sind. Wer gehört zu den Muhajirun? Abu Bakr, Umar, die großen Gefährten der ersten Zeit, Talha ibn Ubaidullah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, die großen Gefährten, die aus ihren, und andere, viele andere, die aus ihren Häusern raus vertrieben worden sind und von ihrem Vermögen losgesagt worden sind. Und warum? Die wollen das Wohlgefallen Allahs und sein. Allah sagt über sie, warum machen sie das? Sie wollen das Wohlgefallen Allahs und seine Zufriedenheit, ja. Und helfen Allah und seinem Gesandten. Natürlich, Allah braucht keine Hilfe, damit ist gemeint, dass diese Religion nach vorne kommt. Dann sagt Allah über sie, Ulaika humus sadiqun. Das heißt, diese sind die Wahrhaftigen. Was ist eine bessere Shahada, wer ist ein besserer Zeuge als Allah subhanahu wa ta'ala, der über diese Menschen sagt, sie sind die Sadiqun, die Wahrhaftigen. Das nur für einige Leute, die über die Gefährten des Propheten Muhammad s.a.w. schlecht reden. Das heißt, wir schauen uns das Beispiel dieser Menschen an, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, über die anderen, also er nimmt sie als Beispiel, وَمَيْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, wer sich dem Gesandten entgegensetzt, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist, وَيَتَبِّ غَيْرِ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, und einem anderen Weg folgt als der der Gläubigen. Wer sind diese Gläubigen, die mit dem Propheten s.a.w. zusammen sind, die mit dem Propheten s.a.w. gelebt haben, die ihn gesehen haben, die ihm gefolgt sind, die sich für ihn geopfert haben, und folgt einem anderen Weg als den der Gläubigen, وَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَّعَتْ مَصِيرًا, den werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewandt hat, und übel, und den werden wir in Jahannam schmoren lassen, übel ist die Vater, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَّعَتْ مَصِيرًا, und übel ist dieses Ende. Subhanallah, das sind unsere Vorbilder. Und was uns oft nicht bewusst ist, ist, dass der Prophet sallam die meiste Zeit seines Lebens als Prophet, mit wie vielen Jahren ist der Prophet sallam Prophet geworden? Mit 40? 63 Jahre alt geworden. Davon hat er 23 Jahre Nubuwa. Davon hat er 13 Jahre in Mekka gelebt, als islamische Minderheit mit seinen Gefährten, und 10 Jahre in Medina. Und uns ist oft nicht bewusst, dass der Prophet, dass die meiste Zeit seiner Dawah, seines Aufrufs zum Islam, als Minderheit unter Nichtmuslimen gelebt hat und dann ausgewandert ist nach Medina. Und deswegen sollten wir uns da mal Gedanken drüber machen. Weil eine Tatsache ist es leider, die islamischen Gelehrten haben nichts übrig gelassen, aber sie haben sich primär, also hauptsächlich, auf die medinesische Zeit konzentriert, weil die für sie wichtiger war. Denn die Gelehrten der damaligen Zeit, sei es Abu Hanifa, sei es Imam Malik, sei es Imam Shafi, sei es Ahmed Hanbal, sei es die sechs Muhadithun, ja, oder was heißt die sechs Muhadithun, es gab natürlich mehr, sei es Imam Bukhari, sei es Imam Muslim, sie haben in einer islamischen Gesellschaft gelebt, wo sie die Mehrheit waren. Und es war meistens so, dass du dich automatisch mehr mit der Sache beschäftigst, die dich sofort betrifft. Das ist immer so. Zum Beispiel jemand, der hier schon geschieden ist, der kennt sich besser aus mit Scheidung als jemand, der nicht geschieden ist, weil er sich mit Scheidung beschäftigt hat, wie das abläuft. Jemand, der hier verheiratet ist, weiß in den meisten Fällen mehr über Heirat als derjenige, der noch nicht verheiratet ist. So haben sich diese Imame
hauptsächlich damit beschäftigt, mit der medinesischen Zeit. Aber für uns, wo wir jetzt in einer ähnlichen Zeit leben, wie die Sahaba in der ersten Zeit, ist es sehr wichtig für uns, damit wir hier bestehen können, oder damit wir es richtig tun in dieser Religion, dass wir uns Gedanken machen, was da damals passiert ist. Wie der Prophet s.a.w. herangegangen ist. Denn der Prophet s.a.w. hat Wahi von Allah. Aber wer hat das schon gemacht? Keiner. Die meisten Leute, wenn du zu irgendeinem gehst, erzählt er, ja okay, bet mal, fast mal, dies, das. Aber wo ist diese, sag ich mal, diese Vision, sag ich mal, oder diese Begierde, etwas für Islam zu tun, Islam nach vorne zu bringen? Ist alles nur beten, fasten, nach Hause gehen. Aber das ist nicht Islam. Islam ist, dass dein Herz hier für diese Religion schlägt. Dass dein Atemzug für diese Religion ist. Und nicht, ja, ich bin ein bisschen Muslim, ein bisschen, was weiß ich hier, assimiliert, angepasst. Nach dem Motto, angepasst, also ich habe den Weg der Kuffar übernommen. Ja? Sondern der Weg des Islam ist, dass du voll hinter dieser Religion stehst. Schauen wir uns das mal an. Als allererstes, die erste Lehre vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat als allererstes 3 Jahre im Geheimen die Botschaft gepredigt. Was heißt im Geheimen? Das heißt nicht so, wie wir das verstehen, wie das einige von uns verstehen. Bei der Arbeit, sind sie Muslim? Nein, bin ich nicht. Sondern er hat schon die Leute, die damals, die Quraysh, wussten schon, dass er eine neue Religion verkündet, aber er hat noch nicht so öffentlich dazu aufgerufen. Sondern er hatte einige Anhänger und da gibt es eine Geschichte, dass jemand aus einem anderen Ort außerhalb von Mekka nach Mekka hineinkam und hat Abbas gefragt, ja, hat ihn gefragt, wer sind diese 3 Leute, die dort beten, was ist das? Das war Khadija, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Ali, die haben gebetet auf eine Art und Weise, was ist das? Hat er gesagt, das ist Muhammad, der sagt, der lehrt eine neue Religion. Das wusste er schon. Das wusste er schon. Das heißt, die Leute waren schon vorbereitet. Aber jetzt, was kommt? Also es war noch nicht so, dass er öffentlich die Leute aufgerufen hat. Jetzt kommt der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, وَعَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Warne deine nächsten Verwandten. Das heißt, diese Quraysh, dieses Volk. Was hat der Prophet daraus drauf gemacht? Hat er gesagt, ja, wir machen jetzt einen interreligiösen Dialog. Essen wir ein bisschen Kaffee und Kuchen, dann sage ich, ihr seid gut, wir sind auch gut, ihr seid Christen, mashallah, ihr kommt auch alle ins Paradies, ihr seid Juden, super, ihr seid sowieso die Besten, wir sind Muslime, entschuldigen, dass wir Muslime sind, es tut uns furchtbar leid. Darf ich beten auf der Arbeit? Nein, dürfen Sie nicht, okay, kein Problem, dann bete ich nicht. Darf meine Tochter Kopftuch tragen in der Schule? Nein, darf sie auch nicht, zieh das Kopftuch aus. Darf meine Frau Kopftuch tragen? Nein, darf sie auch nicht, okay, alles klar. Das heißt, so ist das, wie wir das leider verstanden haben. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Klartext. Allah sagt, warne sie. Alhamdulillah. Er geht auf Jabal Safa. Ja? Ihr wisst heute, wer in Mekka ist. Zwischen Safa und Marwa. Das ist, wo Hajar, die Mutter von Ismail, die Frau von Ibrahim, zwischen Safa und Marwa gelaufen ist, um Wasser zu suchen. Und nachher wurde die Quelle Zemzem dann durch die Hilfe von Jibril alaihi salam halt gefunden. Er stellt sich auf den Berg und ruft diese Leute mit einem speziellen Ruf, der wie ein Alarmruf ist zur damaligen Zeit. Und sie kommen zusammen. Zu dieser Zeit war Mohammed a.s. einer der geachtetsten Menschen unter seinem Volk. Er war relativ wohlhabend, alle hatten Respekt vor ihm und sogar seine Feinde haben gesagt, er ist wie ein grüner Baum in einer Wüste. Von seinem Akhlak her, von seinem Benehmen her, von seiner Ehrlichkeit her. Und sie haben ihn Al-Amin, der Wahrhaftige, genannt. Subhanallah. Und das ist übrigens auch etwas, was viele Zeichen nach seiner Geburt, gab es viele Zeichen, die darauf hingedeutet haben, dass er ein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist. Was diese Menschen auch schon wahrgenommen haben. Ja, wie zum Beispiel, dass die Kamele von dem Besitzer, beziehungsweise von der Amme, von Mohammed s.a.w., Halima, dass die Tiere, die Milch bringen, rausgehen und kommen wieder, obwohl sie in der Wüste wohnen, weil damals hatten die Araber die Angewohnheit, dass sie, die Kinder beispielsweise, gesagt haben, sie sollen erstmal in der Wüste aufwachsen, weil da ist es rein und dann werden die ein bisschen hart und das ist eine gute Erziehung für die Kinder. Und so ist Mohammed s.a.w. auch dort aufgewachsen, also die erste Zeit mit der Amme Halima, seine Milchmutter, ja. Und es war sozusagen, es gab keine, keine,
keinen Vorrat, die Milch war sehr wenig, die Kinder hatten Durst und so weiter. Und als Mohammed kam, immer die Tiere, die die Milch brachten, die rausgegangen sind, die waren, kamen vollgefressen wieder. Und konnten nachher Milch geben ohne Ende. Die Mutter, sie hatte vorher Probleme, die Milchmutter Halima, Milch zu geben, als Mohammed kam. Deswegen hat der Mann von Halima gesagt, das ist ein gesegnetes Kind. Auf einmal kein Problem mehr und das eigene Kind hat auch Milch bekommen und so weiter und so fort. Dann eines Tages kam der Milchbruder, also der Sohn, der leibliche Sohn von Halima, hat gesagt, mein Bruder, da kamen zwei, also über Mohammed kamen zwei Männer zu ihm, sallallahu alaihi wasallam. Diese Männer waren zwei Engel, die ihn auf den Boden geworfen haben und haben seine Brust geöffnet in weißen Kleidung. Das heißt, es gab schon viele Zeichen. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, um zurückzukommen auf den Punkt, Allah sagt, warne. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ruft die Menschen auf und sie kommen. Sie wussten schon, er ist ein guter Mensch. Sie kommen zu ihm. Was sagt er, als sie bei ihm sind? Er sagt zu ihnen, was würdet ihr denken? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch sagen würde, dort im Tal ist ein Heer und die wollen über euch herfallen? Was würdet ihr sagen? Sie sagen, wir würden dir glauben, wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns in der Dauer. Die Leute werden von dir annehmen, wenn sie von dir wissen, dass du ein wahrhaftiger Mensch bist. Aber wenn du ein Schlauberger bist, Nepper, Schlepper, Bauernfänger oder so, ja, immer hin und her, dann die Leute werden nicht von dir akzeptieren. Deswegen versuche diese Ehrlichkeit mitzutragen. Oder meinst du, du bist der Betrüger von nebenan, der den Kilometerstand zurückdreht bei dem Auto, was er verkauft? Und dann wird man dir glauben, wenn du erzählst, ja, Islam ist die wahre Religion. Das heißt, so war der Prophet Sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat ihn ausgewählt. Und die Weiße, der hat die mit 40 Jahren ausgewählt. Warum? Weil die Leute kannten ihn. Ihr habt keine Ausrede mehr. Hier, bitteschön, ihr habt gerade gesagt, wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Warum soll er auf einmal mit einer Lüge kommen? Und was sagt er? Ganz deutliche Worte. Ich bin euch ein deutlicher Warner. Vor einer heftigen Strafe. Der sagt nicht, Islam ist auch eine schöne Religion. Kaffeekuchen, Tee. Das ist alles schön. Ich sage nicht, ihr sollt keinen Kaffeekuchen geben zu Leuten. Das ist schöne Verpackung. Aber der Inhalt muss stimmen. Hier geht es um Warnung. Und das ist das, was der Prophet Sallallahu gemacht hat. Ganz deutlich. Kein Schnörkel. Deutlich, deutlich. Das ist die Warnung. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Mursalun im Koran? Was sie sagen, wie sie antworten, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Uns obliegt, Pflicht für uns, Balagh, die Verkündung zu geben. Aber dann sagt er nicht nur Verkündung, sondern Mubin, deutlich. Deutliche Verkündung. Das heißt, da darf kein Zweifel mehr bleiben. So ist es. Du musst den Weg zwischen Jannah und Nar deutlich unterscheiden. Deutlich kenntlich machen. Islam ist der Weg zum Paradies und alles andere ist der Weg in die Hölle. Das muss klar sein. Natürlich sagen, radikal, nicht radikal. Radikal bist du, wenn du das nicht verkündest. Weil dann bist du jemand, der sieht, wie sein Nachbar ins Feuer geht und der ihn gehen lässt. Subhanallah, wenn du jemanden siehst, einen Blinden, der ist am Rum, der hat keine Augen oder was weiß ich, ist blind auf irgendeine Art und Weise und der geht und vor ihm ist eine ein Abgrund. Der geht auf den Abgrund zu. Du wirst sagen, hallo, ich will erstmal mit dir Kaffee trinken. Du wirst ihn packen. Du wirst ihn warnen. Weil ansonsten ist er weg vom Fenster. Tot. Und hier geht es um eine gewaltigere Sache als der Tod. Hier geht es um Paradies und Hölle. Subhanallah. Hölle. Kannst du dir das vorstellen? Die ewige Bestrafung im Feuer.